Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, in letzter Zeit habe ich mir über die letzten Wochen und Monate immer mal wieder ein paar OCG-Sachen rangeholt. Eigentlich wollte ich noch auf ein ganz, ganz großes Paket aus Japan warten, das auch tatsächlich in Deutschland schon angekommen ist, aber irgendwie zwischen Post und Zollamt verloren gegangen ist. Habe ich über den lieben Felix bestellt gehabt und war in etwa 500 Euro wert. Ich persönlich sehe es jetzt mittlerweile als verschwunden an. Was soll man machen? Aber ich habe natürlich noch nebenbei ein paar andere Sachen gekauft. Das hier ist jetzt nur Deko, hat nichts mit den Neuzugängen zu tun. Und was ich mir jetzt hier rangeholt habe, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, ist es schon wieder etwas länger her, das letzte Video. Ich war bedauerlicherweise gesundheitlich sehr angeschlagen, habe natürlich auch an Yu-Gi-Oh! History gearbeitet und stehe jetzt tatsächlich auch offiziell unter Quarantäne von Seiten des Gesundheitsamtes aus, da mein Arbeitskollege tatsächlich nachweislich Corona hat. Meinen eigenen Test habe ich daraufhin heute gemacht. Die Ergebnisse sind jetzt noch nicht da. Wir werden schauen, wie es sich verhält. Ja, wir haben schon lange kein hochwertiges OCG-Zeug mehr da gehabt. Das letzte Mal, dass wir was Hochwertiges in der Richtung zumindest aufgemacht haben, war die Rarity Collection 3 Premium Gold Edition. Und Premium Gold ist auch das Stichwort an der Stelle, denn die ersten drei Karten, die ich euch zeige, sind in Premium Gold Rare und haben zusammen einen Gesamtwert von ungefähr 80 Euro, das heißt in etwa 20 Euro das Stück. Und es handelt sich hierbei um die LGBT, wollte ich schon fast sagen, um die LGB1 Promos, die hier dabei waren. Das waren meines Wissens nach Promos, die einer Box beigelegt waren. In dieser Box wiederum befanden sich, glaube ich, ein paar Booster oder so. Und das waren tatsächlich die ersten Premium Gold Rares, die auf den Markt gekommen sind. Die sollten auch eigentlich in aller Munde sein, also die sollten wirklich bekannt sein. Es sind hier, wie ihr sehen könnt, zum einen der Blue Eyes White Dragon, dann haben wir hier noch den Red Eyes B-Dragon und natürlich den Dark Magician, wo mir der Blue Eyes am besten gefällt, muss ich sagen. Die müssten eigentlich in aller Munde sein, wenn man so möchte, denn es war ja so, dass diese Karten extrem stark beworben wurden. Das hat tatsächlich also bis ins TCG reingereicht. Also man hat immer wieder in diesen ganzen Facebook-Gruppen, in diesen ganzen WhatsApp-Gruppen, man hat überall Fotos von diesen drei Karten gesehen, von eben dem Blue Eyes, dem Red Eyes und dem Dark Magician, die da eben als Promo beigelegt waren. Und man hat halt gemunkelt, ja, ist das jetzt so eine Art Ultimate Rare oder wie sieht das Ganze eigentlich aus? Und das möchte ich jetzt auch an der Stelle erklären. Ich habe das übrigens auch schon in dem Opening der Rarity Collection, der Rarity Collection 3 Premium Gold Edition verdeutlicht. Wo man ja auch pro Display garantiert eine zieht, und zwar immer im ersten Booster. und dafür schauen wir uns jetzt hier, ich würde mal sagen, den Red Eyes an. Jetzt haben wir den Blue Eyes ja schon lange genug vor der Linse gehabt. Legen wir den Dark Magician auch mal hier an die Seite. So, holen wir den mal raus. Ist schon ein bisschen eingestaubt. Die Dinger lagen, oh Alter, die Hülle muss ich austauschen. Schaut mal, wie widerlich das ist. So sieht die Karte in etwa aus. Also es ist folgendermaßen, dass die Karte natürlich nicht wie eine Ultimate Rare ist, nicht mal im Entferntesten, obwohl tatsächlich das Ganze hier erhaben ist. Also wenn man hier mit dem Finger drüber fährt, die feine Skizzierung, die hier, oder die, ja, wie sagt man dazu, diese Aura, diese goldene Aura, die das Monster selbst umgibt, ist ein bisschen erhaben. Natürlich der Rahmen ist erhaben, die Sterne, das Attribut, der Name, auch der Kartenrand und der Effektkasten. Die Innenflächen von Effektkasten und von Bild sind natürlich holographisch und verfügen nochmal über so eine extra Beschichtung. Ja, man sieht das, wie speckig das glänzt. Diese extra Beschichtung, die die Karten aufweisen, sind nur dort zu finden, auf dem Rest der Karte nicht. Also der Rest der Karte ist tatsächlich ganz normal matt. Holen wir mal den Dark Magician ran, den haben wir jetzt auch. Wenn wir auch mal sehen, ne? Wir wollen ja dazu dann auch noch einen Beauty-Shot haben. Beim Dark Magician sieht man es natürlich auch ganz gut.
Es ist vor allen Dingen, das Coole ist, wenn ihr das gegen hartes Licht haltet, was natürlich jetzt hier wieder nicht möglich ist, dann reflektiert vor allen Dingen hier unten der Effektkasten und natürlich auch das Bild ein bisschen sehr Regenbogenfarben. Also das sieht halt wirklich schön aus. Das ist mal wieder so eine schöne Art von Gold-Variante. Das OCG hat es einfach drauf. Ne? Also überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Schund an Gold Rare, das wir hier im TCG über PGLD und PGL 2 und PGL 3 bekommen haben. Also über diese drei Sets war unser Gold Rare ja der letzte Rotz. Die älteren Gold Rare Varianten, die mochte ich natürlich wesentlich lieber. In dem Fall ist es jetzt so, ich könnte mich jetzt nicht wirklich entscheiden, was ich lieber mag. Mag ich jetzt dieses Premium Gold Rare oder mag ich unser altes Gold Rare? Unser altes Gold Rare, das sieht ein bisschen edler aus. Das sieht vom Schimmer her einfach dunkler, edler und handfester aus als das hier, aber das hier sieht natürlich aus, als wäre es wirklich direkt aus dem Goldbaden gemacht. Ne? Sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Es hat einfach beides was. Deswegen kann man sich da tatsächlich relativ schlecht entscheiden, muss ich an der Stelle natürlich sagen. Nur die Hüllen, die ich jetzt natürlich für die Karten hier verwende, die waren schon frisch, aber die lagen tatsächlich jetzt über 3 Monate auf meinem Schreibtisch und sind dementsprechend natürlich auch ziemlich eingestaubt und das kriegt man natürlich auch nicht mehr hundertprozentig weg. Das heißt, die werde ich an der Stelle wohl austauschen. So, das waren auf jeden Fall die 3 Premium Gold Rares, die wir hier hatten. Natürlich bei weitem nicht die wertvollsten Karten aus der Sendung, die wir hier am Start haben, aber ich denke doch mal, vielleicht die beliebtesten aus der Sendung. Als nächstes haben wir eine kleine, aber feine Schönheit hier am Start, nämlich die Karte True Exodia. Das Ding sieht aus wie so eine Art böse Thun-Version von Exodia der Verbotenen. Vollkommen klar, man erkennt sofort, woher der Wind pfeift. Und die Karte hier ist in 20th Anniversary Secret Rare und relativ selten. Auch relativ kostspielig. Also innerhalb Deutschlands bekommt man sie meistens so um die 250 bis 300 Euro. Ich konnte runterhandeln auf 160 Euro in etwa, auch wenn der Anbieter, das war übrigens Kevin an der Stelle, den ihr auch schon von einigen anderen Spenden-Openings und Einkäufen kennt. Der hat die auch ursprünglich für 250 drin gehabt, hat sich dann aber runterhandeln lassen. Es handelt sich dabei natürlich auch um eine Karte, die aus der Feder von Kazuki Takahashi stammt. Na, hier unten haben wir seine Unterschrift und der Zeichenstil ist natürlich vollkommen eindeutig. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass Kazuki alle Karten zeichnen sollte. Da würde er wahrscheinlich zeichnen, bis er verhungert, aber trotzdem, ich finde die Karten, die er designt, sind und bleiben bisher einfach die besten, weil sie sich von ihrem Zeichenstil einfach extrem am Alten orientieren und dementsprechend auch seine kompletten Neuschöpfungen oder auch alternativen Artworks einfach unglaublich schön umgesetzt sind. Um den Effekt mal ein bisschen zu verdeutlichen oder deutlicher sehen zu können, hole ich die Karte mal aus der Hülle raus. Die war übrigens OVP, also die war in so einem kleinen Booster drin, als ich sie bekommen habe, in so einem durchsichtigen Promo-Päckchen-Booster halt. Ihr wisst ja, bei mir bleiben die Karten nie OVP, ist ganz normal, weil sie auch in die Magnethalter müssen. Und im Prinzip ist das so eine Art, ich würde mal sagen, so eine Art verbesserte Starlight Rare, was wir haben. Ne? Bei uns ist der Holo-Effekt beinahe derselbe. Ich glaube nur, der Silberton ist bei uns noch einen Ticken dunkler. Und was bei uns natürlich fehlt, ist zum einen die rote Schrift. Also wir haben hier eine gestanzte rote Schrift oben, wie man, denke ich mal, ganz gut erkennen kann. Und hier unten haben wir das 20th Anniversary Wasserzeichen. Sehr, sehr schön die Karte auf jeden Fall. Für jeden Sammler, vor allen Dingen für Sammler der eher älteren Generation, bestimmt noch eine Karte, die sehr interessant sein dürfte. Ich glaube, die Karte gibt es bisher auch nur in 20th Anniversary Secret Rare. Ich glaube, in keiner anderen Rarität aktuell. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte und ich bin froh, hier mein erstes Exemplar in der Sammlung begrüßen zu dürfen. Das war aber gar nicht die einzige 20th Anniversary, die wir hier haben. Wir haben dann auch noch den hier rangeholt für, ja gut, was heißt hier für? Ich habe hier 3 Karten rangeholt noch für insgesamt 60 Euro, habe ich einen guten Deal geschossen. Dann haben wir hier zum einen den Cyber-Enddrachen. Auch den holen wir mal kurz raus. Na, es ist natürlich so, hier schön bei der Fusionsmonsterkarte kommt der Effekt wirklich extrem gut zur Geltung. Und ich muss sagen, es sieht halt einfach unglaublich aus. Dieses ikonische Monster aus der GX-Zeit in dieser Rarität zu sehen, das macht natürlich einiges her. Da muss man ganz klar sagen, dass es kaum eine Rarität gibt, in der die Karte besser aussieht, außer Ultimate Rare vielleicht. Aber wirklich sehr, sehr schön. Mir gefällt das sehr gut.
dieser Glanz und auch das Finish, das natürlich diese OCG Karten haben, auch sehr hochwertig vom Anfassen her. Ein kleines bisschen gebandet, möglicherweise aufgrund von fehlerhafter Lagerung beim lieben Ali. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er das auch schon so bekommen. Aber in der Regel sind die japanischen Karten tatsächlich gar nicht so anfällig fürs Banden, außer man lässt sie jetzt bei großen Temperaturunterschieden rumliegen. Aber das macht sowieso keinen Unterschied, weil sobald die in den Magnet halten, sind, ist da ohnehin nicht mehr allzu viel her mit dem gebandet sein. Da werden die ja sowieso wieder eben gemacht, wenn man so möchte. Auf jeden Fall sehr, sehr cool an der Stelle. War auch nicht die einzige, die ich da angeholt habe. Ich würde mal sagen, ich habe für jede dieser drei Karten 20 bezahlt. Ne, also einfach mal statistisch umgerechnet. Er hat halt gesagt, ja, was willst du dafür zahlen? Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, 60 Euro vielleicht. Und er hat gesagt, ja, 60 Euro sind okay. Wir haben jetzt das alternative Artwork vom 5-Götter-Drachen. FGD, ne, steht auch hier dran. Schön wieder mit roter Schrift. Unten schön wieder das Wasserzeichen. Also das sind wirklich Karten, die sind tatsächlich nicht besonders häufig. Ich denke mal, das hier war... Ne, das müsste aus dem Collectors Pack gewesen sein, oder? Collectors Pack 19 müsste das doch gewesen sein. Oder bin ich, oder spinne ich jetzt? Ah, oder war das vielleicht aus diesen Boostern, die bei Rising Rampage beigelegt waren? Oder nee, das war gar nicht Rising Rampage. Das waren jetzt das letzte Set, das rausgekommen ist. Ignition Assault, glaube ich, oder? Da gab es ja so Booster, wo immer eine 20th Anniversary mit bei war. Und manche waren natürlich häufiger, manche waren weniger häufig. Könnte sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das Kürzel ist hier CP19. Sehr, sehr coole Karte auch an der Stelle. Und das bringt uns auch zur letzten 20th Anniversary Karte, die ich hier rangeholt habe. Und zwar diesen Linkflammenschwertkämpfer, den wir jetzt auch in Duelist Overlord bekommen haben. Also ihr seht, der Effekt ist einfach unglaublich cool. Guckt euch das mal an, Leute. Das ist einfach ein absoluter Traum. Also unglaublich cool, ein Muss für jeden Sammler, natürlich für jeden Link-Monster-Sammler, vollkommen klar, für jeden OCG-Sammler sowieso und für jeden, der ein Fan vom Schlamm flärt. Meine Fresse. Und natürlich für jeden, der Fan vom Flammenschwertkämpfer ist, auch ein absolutes Must-Have. Also ich persönlich muss sagen, nie sah eine abgewandelte Version des Flammenschwertkämpfers besser aus. Den blauen Flammenschwertkämpfer mochte ich zum Beispiel nicht so wirklich, obwohl ich eigentlich ein sehr großer Fan der Farbe Blau bin bei Monstern. Aber in dem Fall muss ich sagen, da stiehlt der ihm wirklich die Show. Also der sieht wirklich geil aus. Der sieht wirklich, wirklich, wirklich geil aus, muss ich schon sagen. Das waren jetzt an der Stelle die, die vier 20th Anniversary Secrets, die ich rangeholt habe. Ich hätte eigentlich noch viel mehr rangeholt. Es wären locker noch, ich glaube, 6 Stück gekommen oder so. Aber die sind leider mit dem Paket, wo auch immer dieses Paket hin ist, verschollen. Ja, weiter geht's mit zwei Collectors Rares, die ich bekommen habe. Das ist einmal hier der Chaos Drache Livianie in seinem alternativen Artwork. Habe ich mir auch bei Kevin besorgt. Die hat er aus seiner Rarity Collection 3 Premium Gold Edition, wo wir halt auch ein Opening zu gemacht haben. Das Opening verlinke ich übrigens am Ende. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ist wirklich sahnig gewesen, absolut sahnig. Wen es übrigens interessiert, die beiden teuersten Karten aus dem Set ist zum einen das Dark Magician Girl, also das dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin. Das ist die seltenste und wertvollste Karte aus dem Set. Ne? Entgegen den Angaben von Simply Unlucky, der war nämlich der Meinung, dass das alternative Artwork von Ashbrook die teuerste war, ist sie aber nicht, ist bloß die zweiteuerste. Und da konnte man natürlich auch die ziehen. Ich habe sie halt leider nicht gezogen. Ich hätte sie gern gezogen in Collector's Rare, aber dann habe ich sie aber halt für einen 10er nachgekauft bei Kevin und das ist ein fairer Preis. Kann man auch hier mal rausholen. Ist bedauerlicherweise natürlich bei dem weichen Licht kaum zu sehen. Ne? Ich werde natürlich bei den Beauty Shots, die ich hier zwischendrin einfüge, darauf achten, dass etwas härteres Licht zum Einsatz kommt, dass man vielleicht einfach ein bisschen den Effekt zu Gesicht bekommt. Ist wirklich eine sehr schöne Rarität, schöner als Ultimate Rare. Ist tatsächlich eine Art von Ultimate Rare und ja, sieht einfach unglaublich cool aus, dieses Artwork. Ich persönlich mag das Originale natürlich mehr als das Alternative, aber nichtsdestotrotz eine unglaublich coole Karte. Und das bringt mich auch zur zweiten Collector's Rare, die ich mir geholt habe, und zwar ist das Relinquished Anima. Ne, auch in Collector's Rare habe ich, glaube ich, tatsächlich aus beiden Displays nur jeweils einmal in Super Rare gezogen. Also ich habe insgesamt 3 Displays gegönnt gehabt. Eins habe ich Off-Cam aufgemacht damals und 2 vor der Kamera. Ich glaube, in dem ersten Off-Cam hatte ich eine in Super Rare drin und in einer
in einem Display, wo ich aufgemacht habe. Irgendwo am Ende war die, glaube ich, auch mal in Super Rare drin. Aber ich habe die weder in Secret noch in Premium Gold Rare oder so gezogen. Ich habe die tatsächlich nur in Super Rare gezogen. Also die wirkte ein bisschen Short Print, kann aber sein, dass ich einfach nur Pech gehabt habe. Es ist ja so, wo ich das gerade sehe, aufgegeben, das tausendäugige Opfer, Pegasus, ne? Für alle, die dies nicht wissen, also es haben vielleicht schon ein paar von Weitem ein Set gehört, das Toon Chaos heißt. Und mit diesem Set, das da kommt, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Das ist natürlich aufgrund des Coronavirus jetzt erstmal flachgelegt. Das sollte eigentlich, glaube ich, im Juni oder Juli rauskommen. Wann das letztendlich rauskommt, keine Ahnung, steht jetzt in den Sternen. Jetzt kommt ja dann erstmal Secret Slayer und dann hier die... Secret Slayer und... dieses Reprint-Set von diesen Duelist-Sets, von diesen Duelist-Packs. Und auf jeden Fall, bei Toon Chaos kommt diese Rarität bei uns in Deutschland raus. Also wir bekommen im TCG, und das muss man sich mal vorstellen, wir bekommen Collectors Rares. Hättest du mich das vor 2 Monaten gefragt, ich hätte dich allein für die Frage ausgelacht. Also es ist tatsächlich so, wir bekommen diese Rarität und es ist wundervoll. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass die Karten, die wir da in dieser Rarität bekommen, jetzt nicht sich allzu sehr mit denen überschneiden, die es im OCG in der Rarität gibt, weil ich habe nämlich schon sehr viel in Collectors Rares investiert und ich würde das sehr ungern alles nochmal austauschen müssen. Ja, auf jeden Fall war es das an der Stelle mit normalen Karten. Jetzt habe ich noch was für euch, das etwas tatsächlich ganz, ganz Besonderes darstellt. Ja, meine Freunde, was sehen wir uns hier an? Ist das eine schlechte Fälschung oder eine Urika? Nein, ist es nicht. Die Karten habe ich erworben vom lieben Yannick, meinem ehemaligen OCG-Händler. Und es handelt sich dabei im Prinzip um diese 3 Karten. 2-mal verräterische Schwerter, 1-mal der Beastgull Dragon. Ursprünglich waren es 2, aber einer war vom Zustand her zu schlecht. Den habe ich weiterverkauft. Und zu diesen Karten werden wir jetzt mal ein paar Takte reden. Zum einen zählen diese Karten zu Karten, die ich euch normalerweise nicht zeigen würde. Ja, das sind tatsächlich Karten, die normalerweise eher auf der Ausstellung zu sehen sein werden. Das an der Seite übrigens, ganz wichtig zu wissen, ist kein Dreck, sondern das gehört tatsächlich zur Karte selbst dazu. Ne, ihr seht, auch hier haben wir diesen Strich. Mit den Karten verhält es sich so, als Konami von Bandai dieses Game übernommen hat, oder die Rechte an dem Druck, sage ich mal, waren das die ersten Karten, die tatsächlich auf den Markt kamen. Ich glaube, das müssten irgendwie Gameboy-Promos oder ähnliches gewesen sein. Das komplette Set in diesem Stil besteht aus insgesamt 15 Karten, von denen ich jetzt hier zum Beispiel 2 Stück liegen habe. Diese Karten, wie bereits gesagt, werden normalerweise nicht auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. Das sind normalerweise für die Ausstellung exklusive Karten. Das ist hier tatsächlich eine absolute Ausnahme. Die Karten haben, soweit ich weiß, alle keinen holographischen Effekt. Die sind alle Kammern und haben so eine glänzende Folie oben drüber, wie halt so eine Hobby-League-Karte. Na, ihr seht, das spiegelt schon ganz schön hart. Und die Dinger sind größer als eine normale Yu-Gi-Oh!-Karte. Die haben fast schon Pokémon-Größe. Und passen dementsprechend nur komplett ohne Hülle in diese Magnethalter rein. Und auch da ruckeln sie noch ein bisschen hin und her. Ist ein bisschen ungünstig, aber damit werde ich wohl leben müssen. Ich kann auch nochmal gerne den Beastgull Dragon rausholen. Also ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr ulkig, die Karten. Ich finde auch die Sterne lustig hier, dass sie so bunt sind. Im Prinzip muss ich sagen, finde ich diese Art von Karte, finde ich dieses Layout schön. Nein, im Prinzip nicht. Also da finde ich das, was Konami nachträglich gemacht hat, natürlich wesentlich besser. Aber diese Karten sind etwas Besonderes. Sie sind etwas sehr, sehr Seltenes, was sehr Exquisites, wenn man so möchte. Und dementsprechend möchte ich sie euch mal an der Stelle gezeigt haben. Das ist übrigens eine einmalige Sache. Alle anderen, die ich natürlich davon bekomme, werden wieder ausstellungsexklusiv sein. Dementsprechend habe ich die Karten hier auch ans Ende des Videos gepackt. Zum einen, weil die Leute belohnt werden sollen, die tatsächlich auch immer die kompletten Videos gucken. Und zum anderen einfach aus dem Grund, dass sie mir am Anfang des Videos irgendwie deplatziert erschienen. Ja, das soll's auch wieder gewesen sein für all diejenigen, die jetzt den vorherigen Teil verpasst haben. Seien die Karten nochmal gelistet. Wir haben die Premium Gold Rares
aus LGB1, dem ersten Set, in dem diese Karten als Promos erschienen. Wir haben die True Exodia in 20th Anniversary Secret Rare, den Cyberndrachen, den Fünf-Götter-Drachen und diesen neuen Flammenschwertkämpfer ebenfalls in 20th Anniversary Secret Rare, sowie den Chaos-Drache Leviathan und den Relinquished Anima als Collector's Rare. Und natürlich, haben wir jetzt am Ende gesehen, die drei Prototyp-Prints der damaligen Karten, die es in den Gameboy-Spiels gab. In den Gameboy-Spiels vor allen Dingen. Julian, was ist los mit dir? Also die es halt in den Gameboy-Spielen gab. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.